Hallo meine Lieben und auch deine Lieben. Heute ist Silvester. Wieso machst du das eigentlich immer? Wieso machst du das eigentlich immer? Wie? Immer wenn dein Video beginnt, wenn du ein bisschen nervös bist, dann tust du das singen. Ich bin ganz locker, Baby. Sei mal locker. Hallo meine Lieben, heute ist Silvester, wie der Papa schon gesagt hat. Heute ist der 31.12. Mir fällt die Hälfte vom Kopf. Ja, mir auch. Ja, so, er ist schon mal besser. Jetzt kann ich ganz denken. Ja, jetzt komm schon, bleib mal jetzt ganz serious. Auf jeden Fall, wir sind, es ist 18.24 Uhr, ich habe noch gar nicht gevloggt, wie man vielleicht schwer und schwer erkennen kann. Es ist schon stockdunkel draußen und wir... du sagst was, oder? Die Mama ist heute schüchtern. Keine Ahnung. Ich kann sie mag die YouTube jetzt zum ersten Mal. Also, ich kann nicht mehr vloggen. Ich habe schon so, ich habe jetzt seit, also 24. habe ich jetzt das letzte Mal gevloggt, habe ich eine ganze Woche lang Pause gemacht. Wow. Ja, man kommt ein bisschen aus der Übung. Ich bin mit dem Auto schon seit 2 Wochen nicht mehr gefahren. Ich hoffe, ich kann noch einsteigen. Das ist was ganz anderes. Auf jeden Fall, wir bereiten jetzt fürs Raclette alles vor. Der Papa hat es jetzt rausgeholt aus dem, wir haben es jetzt immer im Gartenhäuschen. Jetzt, da kommt unser Essen rein. Laberst du da jetzt da rein? Der Papa poliert jetzt das gute Geschirr. Auf jeden Fall müssen wir noch Fleisch schneiden. Wieso zeigst du auch nicht? Du hast halt gut Fleisch dran. Fleisch schneiden? Ja, für unsere Klötchen. Sehr gut. Und ja, nicht wundern, wir haben kurzzeitig jetzt für die Weihnachtsferien den Fernseher hier einquartiert. Damit wir ein bisschen beim Essen gucken können. Hilfst du Silvester, was ist denn hier noch perfekter? Perfekter geht's gar nicht. Wir haben auch einen Schokobrunnen, habe ich den euch überhaupt schon gezeigt? Der kommt heute auch zum Einsatz. Ich liebe es ja immer. Wir haben immer Schokofondue gemacht, aber Schokofondue ist ziemlich anstrengend. Deswegen haben wir uns dieses Jahr vom Hofer diesen Schokobrunnen gekauft. Ja, ich würde mal sagen, let's start. Die Kinder spielen also schön. So. Die Kinder spielen eigentlich schön im Wohnzimmer, wollte ich jetzt sagen. Aber ich sehe gerade die zwei Kleinen hier. Was macht ihr denn hier? Spielen. Spielen. Wo sind denn die anderen zwei? Oh, Lisa spielt mit ihrer Baby Annabelle. Bist du mit meinem Baby? Komm mal nach. Achso, ich soll weggehen und ich alleine. Mal im Wohnzimmer. Alles klar. Und schau, was die machen. Ich schau mal, was die machen. Tschüss. Ich habe gedacht, ihr passt auf die zwei Kleinen auf. Was macht sie? Ich habe zum Papa. Mama, komm mal her. Papa. Ich bin nicht fertig und dann können wir alle spielen. Was macht sie denn hier? Ich passe gerade auf die Sophie auf. Ich mache machst du jetzt einen Schlitten oder was? Ein Schlitten mit zwei Sitzen. Wie cool ist das denn? Ja, die werden nicht so gebraucht. Oh, darf die Sophie nicht im Schlitten? Ein Sophie! Die Lara und die Lüse können sitzen. Das wird sich doch nie. Das wirst du doch noch nicht mit der Wolle ziehen können. Das ist, na, aber das wird doch voll. Das wird doch voll wehtun. Halt. Und wir machen die Wäschekörbe rein. Die Wäschekörbe werden nicht kaputt, Alter. Aber die Schnur ist viel zu dünn, Patrick. Nein. Believe me. Doppelt gesichert. Wow, der Papa hat schon das gute Geschirr rausgeholt. Ja, das haben wir jetzt eigentlich ganz frisch gekauft, oder? Nach Weihnachten haben wir das gekauft, oder? Für Weihnachten waren wir gar nicht vorbereitet. Für Silvester versuchen wir uns ein bisschen jetzt zusammenzureißen. Papa, was mache ich jetzt? Was ist meine Aufgabe? Achso. Ja, das. Wir müssen das Gemüse kochen, oder? Also für Salate de Boeuf? Ja. Okay. Also ich glaube, ich mache jetzt so einen Salat de Olivier oder so heißt das, glaube ich. De Olivier? Ja, so wird es, glaube ich, dieser in, wie sagt man es in? Salat de Olivier. Ja, ich glaube, so heißt das. Habe ich mal gelesen irgendwo. Salat. Die Marina hat es letztens auch so genannt. Das heißt Salat de Boeuf. Ja, Salat de Boeuf heißt sagt man in Rumänien, aber ich glaube Salat de Olivier oder so nennt man es halt in Österreich, Olivier. Deutschland. Und ja, das ist ein Salat. Das ist ja kein richtiger Salat, wie man sich so vorstellen mag, mit Blättern, mit so Tomaten oder so. Oder Salatblätter, sondern das sind Kartoffeln.
Karotten, Erbsen gekocht, zusammengemischt und mit selbstgemachter Mayonnaise und Essen. Was ist los? Alles gut bei dir? Alles gut bei dir? Wir müssen das mal einölen, oder? Ein was? Ein Zwiebel? Wie alt bist du? 34. Du? So, was brauche ich denn? Wo sind die Karotten? Karotten im Garten. Na, das glaube ich mal nicht, ne? Patricks Erfindung schaut ungefähr so aus. Ah, da ist ein Patschen. Hallo. Tschüss. Tschüss. Patrick, ich bin von hinten. Ich liebe es, dass der Papa mir immer sehr, oder eigentlich immer in der Küche fleißig, freiwillig ohne irgendwelche... Ja, freiwillig nicht, wenn ich jetzt meinen Rücken zeige, ist voll gepeitscht. Gar nicht, Lügner. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall diesen Bei uns sind alle nicht so ganz... Hau noch fest an der Tür, bitte, wenn es geht. Alles ist im Video, Michel. Ja, ist recht. Dein Gesang. Ist recht? Ich glaube nicht, noch... Das ist doch noch Hasen. Wie weit kommt dann noch? Du willst es voll machen, oder? Mit Karotten? Nein, aber mach ein. Was? Du hast gesagt, Michel, du willst das voll machen. Das Karottenablauf oder Auflauf? Nein. Ablauf. Ja, mach mal auch ein paar Kartoffeln, dann kann ich mir das besser einschätzen. Jetzt habe ich noch zwei Karotten. Ja, ja, du musst sicher mehr Karotten. Ist die langweilig? So. Der Papa schält und ich schnibbel klein. Schaut mal, wir haben vom IKEA so Körbe gekauft. Kennt ihr die? Die gibt es in der Küchenabteilung mit mehreren schönen Farben. Und da haben wir einen für Kartoffeln und einen für Zwiebeln. Da unten. Tschüss. Was sagst du? Das schaut gut aus, oder? Aber jetzt sieht man nicht, wenn ich das mache. Dann schaut es immer so aus, als wenn nur du kochst und ich faul herumstehe. Hast du dagegen nichts zu sagen? So, machen wir das so. Lass die Kamera reden. Lass die Kamera reden, die Kamera kann nicht reden. So, das ist für Raclette. Das ist ja das Schweinefleisch. Nee. Yep. Das ist nicht gut. Ist doch. So. Jo, ich gebe niemanden eine falsche Vorbereitung. Okay. Oh, nee, nee, nee. Das sind immer die scharfen Messer. Wo sind die scharfen? Meanwhile im Kindergarten. Kindergarten Diamanta. Tschüss. Der Patrick ist richtig kreativ. Kindergarten. Ist das der Kindergartenbus? Tschüss. Die Kinder sind so brav, oder der Patrick? Hallo, bleibst du? Papa ist fixiert auf Zucchini waschen. Zucchini waschen. Karotten an? Okay. Patrick hat uns gerufen. Was Sensationelles für uns. Tschu-tschu! Hi! Ja, schau her! Schau her! Wie sie da drin sitzen, wie sie gucken! Mama, ich bin Du bist Leng! Du bist ein Wahnsinn, diese Ratte!
Rattelein, Sophie. Wie ein Baby sitzt sie da und... Oh, Sophie. Oh, wie sie schaut. Nein, doch nicht. Habt ihr vielleicht alle drei Spaß? Und der Patrick inklusive natürlich. Du brauchst für die Michelle auch noch so einen Korb. Tschüss, Sophie. Tschüss. Gott, ist das süß. Schaut mal, ihr Lieben, alles fertig gekocht. Jetzt kommt noch die Mayonnaise. Papa zerbombt hier den Knoblauch. Alles gut? Zerbombt. Boom! Boom. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt gerade Mayonnaise, so wie jedes Jahr. Ich zeige euch, ja, ich erkläre es euch kurz, wie es geht, wenn ihr wollt. Okay. Zwei Eier, Salz, Pfeffer, bisschen Zitronensaft, Öl, ganz wichtig, und ja, das war es eigentlich, Senf. Und Senf. Und dazu mische ich dann das alles hier in diesem Gefäß mit dem Stabmixer. Und Sophie ist auch hier. Hi, Sophie. Hi. Sophie, ich muss ein bisschen hier näher ran. Bitte weg. Ein bisschen. Danke. Und bist du am Merry Christmas. Kannst du das? So. Oh, besser. Ich habe schon, die Senf war hier, da war er nicht gut, Baba. Habe ich ihn so hingestellt. Perfekt für sich. So, zwei Eier. Wir haben auf jeden Fall die größte Biotonne, die ich gesehen habe. Im Haus, indoor. Also andere haben noch keine. Ich kenne das von anderen. Ich meine, also. Diese. Ja, das wissen wir voll. Ja, bei uns haben wir. Aber jetzt ist es viel cooler, oder? Fühlt sich auch besser, weil ich weiß, dass du ein Problem damit hattest. Yep. Das ist ja in diesen Tassen gesammelt, das hat mich so angeklebt. Ja, aber einmal pro Woche bringen wir zwei Säcke raus. Zwei? Oder ein. So, warte mal, wie hat sie das gesagt? Ich habe dann eben, ich folge da so einer rumänischen Koch-YouTuberin. Die macht so coole Videos und die hat halt die beste Mayonnaise. Das Rezept habe ich von ihr, ich kann es euch mal unten verlinken. Ihr werdet vielleicht nichts verstehen. Was passiert dort? Hey, Kinders! So, was sagt sie? Vuole? Salz. Hast du es genommen? Oh, Papa. Bitte. Und jetzt Pause machen. So. Pankadost. Jetzt hier für den reingemacht. Ein Esslöffel. Ja. Gut. Lass dann. Zitronensäfchen. Ah, machen wir alles rein. So, und jetzt kommt ganz viel Öl rein. So, ganz viel Öl. Ah, das ist meine. Ja, ich tue es auch immer. So, und los geht's. Was ist das so? So, meine Lieben, mein Salat ist schon fertig. Der wird jetzt ein bisschen rausgestellt. Der Baba hat hier schon angefangen. Er ist der Grillmeister. Ich bring den jetzt schnell raus, weil im Kühlschrank ist kein Platz mehr. Und wenn man... So, stell's mal hier in die Getränkekiste hinein. Stabil? Stabil. Ich glaube, die Nachbarn haben schon angefangen zu schießen. Ja, ein bisschen Raketen kann man schon hören. So, die zwei Kleinen haben schon was gekriegt, Lara und Luisa. Und
Der Papa macht mir ein Pfännchen. Oh. Ich habe schon ein Pfännchen reingemacht. Sehr brav. Warte, du auch schon ein Pfännchen? Wie riecht eigentlich der Raclette-Käse? Ist der muffig? Nein, nein, gut. Sehr gut. Patti, such mal jetzt was. Ja, da war nichts mehr. Der wurscht. Cool. Was? Cool. Für die Leute, falls es interessiert, was wir bei unserem Raclette haben, das ist immer jedes Jahr das gleiche. Süßkartoffel, normale Kartoffel. Ich finde diese Süßkartoffel schon ein bisschen komisch aus. Der Papa hat kleine Fleischbällchen gemacht. Zucchini. Dann diverse Soßen. Das ist eine Cocktailsoße, das ist eine Pommessoße. Dann haben wir noch Hühnerfleisch und Schweinefleisch und Würstel. Und das war's. Die Schokolade wird dann hochgetragen. Die Kinder philosophieren, wie das funktioniert. Auf jeden Fall, der Patti hat jetzt gerade die Bedienungsanleitung gelesen und sollte nicht so schwer sein. Man kann aber in so einem Schokobrunnen, wie da steht, nicht Schokolade verflüssigen. Habe ich aber auch schon in einigen Videos von einigen YouTubern gesehen. Deswegen mache ich jetzt hier ein Wasserbad. Hier ist übrigens das Restchen Raclette. Warum habt ihr eigentlich die Kartoffeln da drauf gelassen? Ah, alles klar. Ja, wir machen auf jeden Fall jetzt ein bisschen hier ein Wasserbad. Okay, mich dann so satt gemacht. Ja, mich auch. Und ich habe so eine Schokolade gekauft, so eine Kuvertüre Vollmilch, weil ich habe leider keine Drops mehr gefunden in Vollmilch, sondern nur mein Zartbitter und das war, fand ich eklig. Aber wir müssen Obst schneiden. Gibt es Obst im Haus? Mhm. Ja, es gibt Obst im Haus. Also wer hat Bock, Obst zu schneiden? Patrick! Patrick? Hat der Bock, Obst zu schneiden? Gibt Obst im Hof. Bananen, Himbeeren, Äpfel und Birnen, oder? Oh, es ist noch zu wenig Schokolade. Ich habe erst eine, also man braucht, steht aber in der Anleitung. Das so lassen, weil sonst wird es kalt, oder? Ja, sonst wird es wieder kalt, ja. Voll cool. Jetzt kommt immer her. Nein, noch her geht nicht. Nein, es fehlt noch ein bisschen Schokolade. Nein, ein bisschen Schokolade bist du immer. Mhm. Na, auf jeden Fall, es ist so, dass 350 Gramm in der Anleitung steht und wir haben bisher nur 200. Wir haben die nächsten 200 sind in the making. Aber es geht eh schnell. Papa, schau. Schnell angekommen. Lara, schau mal, komm schnell. Ja. Jetzt. Es rinnt schon. Nein, es fehlt noch ein bisschen Schokolade, deswegen. Aber es rinnt schon auf der Seite runter. Cool. Und endlich haben wir es. Die Lara hat heute nicht mehr. War jetzt die Schokolade zu warm oder was? Mhm. So ein Schaschlik, da nimmt man sich einen Schaschlik-Spieß. Wo sind die Bananen? Achso, da. Wisst ihr noch, wie wir in diesem Hotel waren? In Prag und du und die Michelle euch geboxt habt um den Schokobrunnen fast? Weißt du noch, Papa? Geboxt. Ja, die haben gestritten, wir haben sogar ein Foto davon. Wir haben sogar ein Foto davon, wie sie wie sie so bockig reinschauen. Hast du vergessen? Ja, nein, ja. 2003 war das, ja. 2013. Also, wer schießt hier Schokolade? Die Michelle und der Patrick. Ich habe nichts geschossen. Ja, magst du auch mit deiner Himbeere? Wo bist du? Nein, mit Himbeere. Machst du doch mit Schokolade? Ist voll lecker. Was du mal probieren? Aber Lara, wir haben immer mit Wasser. Ist auf jeden Fall chilliger als mit dem Fondue. Das Fondue, das hat immer so schnell, ist immer so schnell hart geworden, gell? Ja. Aber du drehst das einfach und dann wird es eh hart. Mm. So, meine Lieben, bald. Oh, 7 Minuten noch. Wir sind jetzt schon draußen. Muss ein bisschen weg von der Musik. Ja, und wir schießen ein paar kleine Raketen. Wir haben so eine Familienpackung gekauft. Also, das ist nicht die Familienpackung, oder? Das reicht, ist die Familienpackung. Also wir schießen jetzt ja minimalst. So um 50 Euro oder so. Wie heißen die Artemis? Haben wir vom Hofer gekauft. Und so eine Kinderpackung. Das sind so Knallsachen. Ja. Und Papa hat jetzt Sekt rausgeholt. Also alkoholfreien Henkel. Alkoholfrei für uns und für die Kinder. Mit Alkohol. Nein, Scherz. Für die Kinder auch so Kindersekt. Ja. Hat. Wow. Wieso schießt ihr das jetzt schon? Ich wollte nur eine hier vorbereiten. Ja, und der Patrick ist hier mit kurzen Hosen. Frohes neues Jahr, meine Lieben. Unsere Nachbarn, die geben richtig Gas, ne?
Holy crap. Und das ist unsere. Ja, die ist auch schön. Die Nachbarn machen das so schnell, Mama. Ja, die Nachbarn machen schnell, gell? Eins nach dem anderen. Oh mein Gott. Ja, gut. Ja. Oh. Oh. Schau mal. Ja, ich bin mit der Luise jetzt nach oben gegangen. Und wir gucken das, uns das Ganze vom Fenster aus an. Michelle und der Patrick haben halt so einen Spaß. Und die Lara auch. Ach, die Luise ist halt noch zu klein. Deswegen bin ich mit der Luise raufgegangen, dass durch die Fenster. Ist es ziemlich gedämmt, also da hat sie dann auch keine Angst mehr. Schau mal. Oh, ist ja da drüben. Und falls ihr euch fragt, wo die Sophie ist, die ist hier, die chillt hier im Bett. Die mag die hier in meinem Bett. Die trinkt Kuschelhund. Ja, hat sie bumm gemacht. Ja. Hat sie bumm gemacht? Ja. Komm her. Ja, sie. Wir müssen so viel zusammenknuddeln. Kuschelhund. Die Sophie ist ein Kuschelhund. Die Sophie ist nicht gestresst. Die ist ziemlich entspannt. Aber wir nehmen sie auch nicht raus. Auf jeden Fall wollte ich so ein kleines Abschlusswort zum Jahr noch sagen, weil ich habe dieses Jahr auch keinen Rückblick gemacht, so wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Und heute habe ich, ich weiß nicht, für die Leute, die mich vielleicht schon ein bisschen länger kennen, wissen, ich bin kein großer Freund von Silvester. Normalerweise heule ich ja auch immer zu Silvester. Also ich weiß nicht, irgendwie hat mich dieses Silvester schon von Kindheit an gestresst. Und in der Jugendzeit habe ich immer geweint. Zu 0 Uhr fließen bei mir immer so ein paar Tränen und ich muss ein bisschen so runterschlucken. Und wer mir halt auch länger folgt, weiß, dass vor 2 Jahren... Also von 2017 nach 2018 ist unsere Hündin Sheila damals sehr krank geworden. Und dann war sie über Silvester halt in so einer Klinik. Und am 01.01.2018 haben wir sie dann einschläfern lassen. Und das war halt auch so ein, ja, so ein blöder, ja, trauriger. Mama, Mama. Ja, ich hatte sie. Und ja, wie gesagt, ich bin eigentlich so ein großer Silvester-Freund und... Heute habe ich den ganzen Tag irgendwie total entspannt irgendwie gehabt. Normalerweise bin ich immer so ein bisschen gestresst. Aber heute sind wir gemütlich aufgewacht. Ich habe mich geduscht und fertig gemacht. Dann habe ich die Mädels gebadet, die 2 Kleinen. Und wir haben es ziemlich ganz entspannt. Dann habe ich mit der Lara ein bisschen Nintendo Switch gespielt und mit der Luisa gekuschelt und einfach so ein bisschen zusammen Zeit verbracht. Und das war mir irgendwie wichtig, auch die Woche habe ich jetzt auch nicht so wirklich viel gemacht. Also am Computer fast ein bisschen 1-2 Videos habe ich geschnitten. Aber sonst habe ich auch sehr viel Zeit mit den Kindern, mit meinem Mann verbracht. Weil das sind so Sachen, die finde ich im 2019er so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich finde, ich war dieses Jahr vor allem zum Schluss ziemlich gestresst. Ich war immer so, muss das machen. Das war einfach so alles irgendwie und... dann bin ich ja auch erkrankt 2019 an Hashimoto. Ich weiß, das haben voll viele Frauen und es ist so eine, man sagt, so eine Volkskrankheit, weil es so viele haben. Aber es ist auch irgendwie eine komische Krankheit, die irgendwas mit einem selber, mit einem halt was macht. Und irgendwie fand ich dieses Jahr halt so, stand ich ein bisschen neben mir. Ich finde auch im Jahr 2019... Von den Jahren, die ich YouTube mache, war 2019 das Jahr, wo ich so unregelmäßig YouTube-Videos gemacht habe, so irgendwie abgeloadet habe. Upload-Zeiten gab es fast keine, also irgendwie. Und das hat mich halt doch ziemlich genervt, weil ich bin nicht so, ich bin eigentlich sehr genau bei solchen Sachen. Und das hat mich genervt an mir selber hat mich das genervt. Und ja, ich habe mir selber mehr Druck gemacht. Und ich will auf jeden Fall wieder mehr YouTube machen, weil YouTube, ich liebe YouTube, also ich liebe es, YouTube-Videos zu produzieren und zu machen und mir selber welche anzuschauen. Ich möchte ein bisschen auch was verändern, also jetzt nicht
also ein bisschen mehr Content. An dem Verändern meine ich, dass ich jetzt nicht nur Vlogs, weil ich habe in letzter Zeit wirklich nur Vlogs gemacht, möchte aber auch andere Videos machen. Einfach wieder mal den Spaß zurückholen. Nicht nur immer den Alltag zeigen, der immer nur stressig sein soll oder was auch immer, sondern auch wieder die lustigen Videos mit den Kindern und mit dem Papa und so. Also möchte ich schon. Ja, Schatzi. Dieses Spiel mit meinen AirPods. Spielst du mit meinen AirPods? So, mein Lieben, mein Akku ist leider leer gegangen in der Zwischenzeit und die Familie ist wieder da. Wie war's unten? Richtig gut! Es ist jetzt der 1. Jänner! Wuhu! 2020, dieses Jahr ist ein Schaltjahr. Ich habe einen Onkel, der im Schaltjahr Geburtstag. Wir machen jetzt übrigens ein Familienfoto. Alles Gute zum 6. Geburtstag. So ungefähr. Wir haben uns jetzt gedacht, wir stellen uns jetzt zur Tür und machen ein hübsches. Warum geht denn das Radio unten einfach selber los? Du machst. Ja. Wie schaut das aus, so Mama? So. An der Tür, sieht das gut aus? So? Ich schaue eher ein bisschen weiter nach hinten. So an der Tür, gefällt dir die Tür? Ja, wir haben sonst nirgends den Platz, wo man ein Foto machen kann. So meine Lieben, ich bin jetzt im Badezimmer, wie ihr erkennen könnt. Ich werde mich jetzt abschminken und danach werden wir die Kleinen ins Bett bringen und wir und der Großen schauen jetzt noch eine Serie auf Netflix, einen Film. Und dann, ja, dann ist eigentlich eh schon der Tag vorbei. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick von unserem Silvester. Bei uns ist es immer nie so was Besonderes, sondern immer was, ja, was Familiäres, was Ruhiges. Wir verbringen die Zeit gern unter uns, ohne Freunde. Also gern nur wir, die Familie, und genießen das so ein bisschen. Ja, also weiß ich nichts Besonderes. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wenn Silvester irgendwo in einem schicken Lokal oder mit einer großen Party oder sonst irgendwie zu verbringen. Also ich liebe es, mit meinen Kindern zu feiern. Und ich glaube, da geht es vielen von euch wahrscheinlich genauso gleich. Ja, und ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann ganz frisch im neuen Jahr, meine Lieben, 2020. Wir rocken das. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.